Es ist unglaublich. Schon wieder keine seriösen Daten. Was ist da los? Sind die Leute so unfähig und so antiwissenschaftlich, dass ganz Deutschland, ganze Welt keine sauberen Daten hinkriegt? Ist das, was ist da los? Das ist das Einmaleins der Wissenschaft, was nicht befolgt wird, ja? Jetzt wurde heute wieder gehetzt sozusagen gegen Schweden. Und sickerte aber dabei durch die erste Schweinerei. Hier, dieses Euromomo hier. Das ist gar nicht unabhängig. Zum Beispiel die deutschen Daten liefert das Robert-Koch-Institut. Das ist ja alles miteinander verfilzt. Das sind ja gar keine Staatsdaten, die völlig unabhängig sind. Das ist ja der Hammer. Also die Sterbezahlen sollten doch von diesen Medizininstituten und damit von den interessierten Parteien mal bitte schön getrennt sein und sauber isoliert sein, damit man überhaupt von ansatzweise Wissenschaftlichkeit sprechen kann. Ja? Die Medizin als Gewerbezweig, als kommerzieller, kapitalistisch-kommerzieller, marktwirtschaftlicher Zweig mit ganz klaren Profitinteressen und Verdienstinteressen ist völlig von jeder Unabhängigkeit und jeder brauchbaren Datenlieferung hunderte von Kilometern entfernt. Und das beliefert Euromomo. Jetzt, was ist in Schweden? Wenn da auch so ein Ärzteverband Schweden beliefert, dann kann es natürlich sein, dass die jetzt die Sterblichkeitszahlen von Schweden hochpushen künstlich. Ja? Und es kann aber auf der anderen Seite sein, dass der Staatspräsident von Schweden wiederum die sozusagen veranlasst, die Daten runterzudrücken für Schweden. Also nirgends haben wir seriöse Zahlen, weil es noch offensichtlich nirgendwo wir haben in Deutschland das Statistische Bundesamt Wiesbaden und ich hatte gehofft, dass das wenigstens einigermaßen seriöse Sterbedaten sammeln würde, aber da habe ich jetzt auch meine Zweifel, ja, dass wir das noch nicht mal hinkriegen mehr, ja. Und deswegen müssen wir ja auch, das ist das Dilemma, deswegen müssen wir ja die Marktwirtschaft beenden, ganz kurz wieder. Die Marktwirtschaft ist natürlich etwas, was Irrtümer massenhaft erzeugt und damit Massenmanipulation notwendig erzeugt. Denn hier haben wir den ersten Frühhändler und Früharzt, ja. Und die beide sagen, ja, Leute, ihr dürft nur meine super reif geernteten Früchte, Gemüse, alles, was naturbelassen ist und so weiter, dürft ihr essen. Alles andere dürft ihr auf keinen Fall essen, vor allem nicht den Schrott der anderen Händler, die diesen neumodischen, denaturierten Kram anbieten. Das dürft ihr nicht essen, das schwächt euer Immunsystem. Und so weiter. Und der mit dieser Wahrheit kann sowohl der Frühheiler nichts verdienen und der Frühhändler wird auch nicht viel verdienen, denn jetzt macht ihm irgendwann diejenigen, die sich irren machen im Konkurrenz, nämlich hier dieser Früharzt und Frühheiler. Der sagt, nein, ihr könnt also meine denaturierten und später chemisch-industriellen Kunstprodukte könnt ihr bedenkenlos essen. Daran liegt das mit den Krankheiten gar nicht. Euch fehlt einfach nur das nötige Maß an Impfungen, Spritzen, Tests, Chemotherapien, Bestrahlungstherapien und Operationen. Und nur deswegen werdet ihr krank, weil euch das fehlt. Ne? Meine Heiltränke fehlen euch an erster Linie. Und der wird ganz viel Umsatz machen, weil er sich seine Kunden krank hält. Und er wird mit seinen Irrtümern wird eine ganze Familiendynastie begründen, eine erfolgreiche, während der hier seinen Laden schließen kann. Und das ist Marktwirtschaft. Marktwirtschaft verseucht die ganze Welt mit gewinnbringenden Irrtümern. Und aufgrund dieser gewinnbringenden Irrtümer haben wir noch nicht mal mehr eine saubere Daten über Sterbedaten, sondern möglicherweise ist das auch schon alles Betrug und Irrtum und Manipulation und so weiter. Ja? Also nochmal, der Skandal geht so weiter, ja. Bei GMX wurde das veröffentlicht, ja.
dann hat man tatsächlich die wissenschaftliche, antiwissenschaftliche Unverschämtheit begangen, die letzten 5 Jahre gesamt zu nehmen, also einen Durchschnittswert der Sterblichkeit der letzten 5 Jahre zu nehmen. Das bedeutet also, dass man auch die Sommerzeit, in der die Sterblichkeit extrem niedrig nimmt, mit zum Vergleich herangezogen hat und so einen völlig falschen Vergleich herstellt. Und dann, wenn man also sozusagen einen völlig falschen Vergleich herstellt, dann kommen plötzlich so 10, maximal 20% Übersterblichkeiten in manchen Ländern heraus. Und dann kommt auch bei Schweden eine vermeintliche Übersterblichkeit raus. Aber seriös ist was ganz anderes oder Wissenschaft ist was ganz anderes. Bei Wissenschaft geht man hin und guckt zum Beispiel hier Schweden, ja? Da nimmt man nicht hier, das sind nur ein paar Jahre, man nimmt die letzten 10 Jahre und guckt nach dem höchsten Übersterblichkeitsbuckel im Winter, ja? Dem höchsten Übersterblichkeitsbuckel im Winter. Und dann misst man hier, guckt man, wie viel sozusagen, wie viel Tote und wie viel Prozent mehr als im Sommer, im durchschnittlichen Sommerzeiten sind in dieser Winterübersterblichkeit gestorben. In der größten, und nämlich bei dieser größten, hat man ja auch nichts unternommen und keinerlei Shutdown gemacht, weil man wahrscheinlich richtig gedacht hat, wenn es die jetzt nicht erwischt in diesem Winter sozusagen und wir machen einen Shutdown und verschonen die, dann sterben die uns einfach, dann haben wir dafür eine doppelte Übersterblichkeit im nächsten Winter, denn die sind ja schon so immunschwach und so mehrfach erkrankt, dass wir damit also quasi unsere Volkswirtschaft ruinieren, aber denen eigentlich nur ein paar Monate längeres Siechtum ermöglichen. Und das hat Schweden damals nicht gemacht. Ich bin in der Schweiz gelandet, sorry. Da ist Schweden zum Beispiel. Hier ist eine kräftige Übersterblichkeit in Schweden. Aber in den letzten 10 Jahren gibt es vielleicht noch eine größere. Und dann muss man natürlich wie gesagt, abgesehen davon, dass die Daten alle nicht stimmen, dann muss man gucken, ob dieser kleine, schnell hochschießende Zacken und schnell wieder runterschießende Zacken mehr Tote bedeutet als hier in dieser hohen Übersterblichkeit. Vielleicht gibt es in den letzten 10 Jahren noch eine höhere, ja? Und dann muss man die beiden miteinander vergleichen, denn das war ja kein Anlass für irgendwelche Maßnahmen und das war auch vernünftig so, ja? Und dann müsste man gucken, ob das 10% kleiner ist, die Zahl der Gestorbenen dann. Und morgen kriegen wir um 12 Uhr etwa Mittagszeit, kriegen wir die neuesten Daten von Euromomo. Da wird dann die Zacke wahrscheinlich bis auf den Boden reichen, wie hier zum Beispiel, ja, wo es ein bisschen früher zu sein scheint. Und das muss man miteinander vergleichen. Alles andere ist antiwissenschaftlich und ist eine Verhöhnung von Wissenschaft und ist einfach nur Pseudowissenschaftlern würdig, ja. Und genau darauf bezieht sich leider Professor Drosten schon wieder, ja, auf diese unseriöse Datenangabe, ja. Also ich weiß nicht, was ich mal noch dazu sagen soll. Also letztendlich gibt es nur eine Lösung. Wir müssen diesen teuflischen freien Markt, des Dr. Markus Krall, des Chefideologen der freien Marktwirtschaft von Dr. Markus Krall mit seiner bürgerlichen Revolution, das müssen wir so schnell wie möglich beenden. Weil unsere ganze Gesellschaft ist offensichtlich so voll Irrtümern, dass es offensichtlich niemand mehr gibt im Kontext der deutschen Regierung und der deutschen Medien, der überhaupt auch nur ein Minimum von Wissenschaft versteht. Ne? Da ist nichts mehr, da ist gar nichts mehr. Ja? So, jetzt habe ich mich genug aufgeregt. Ne? So, das war's. Dann vorhin habe ich gerade eine junge Dame von Fridays for Future getroffen. Wir haben lange gesprochen und vielleicht schafft sie es ja, die Fridays for Future endlich zur nötigen Kooperation zu bewegen, sodass wir also dann doch hier vielleicht doch noch hinkriegen. Wo ist es?
den Kohlestopp 2026 und den 900 Milliarden Euro 7 Jahre für Plan fürs Klima der Next Scientist for Future.de dann vielleicht doch noch in trockene Tücher kriegen. Ja? Aber ja, wie gesagt, dazu, ich hoffe, dass die junge Dame ihr Orga-Team dazu überreden kann. Ne? Ja, so viel für heute. Alles andere war uninteressant. Tschüssi.